Ach, warte, jetzt. Da. Das sollte ich nicht tun. Wieso nicht? Ja, wenn alles nichts das anderes sollte funktioniert. Ich nicht tun. Das sollte ich nichts tun. Das ist nutzlos. Ja, schön, wenn das nutzlos ist. Toll. Das sollte ich ja, genau. Nicht tun. Hau mit dem Hammer das drauf. Das hilft mir nicht. Nee, das hilft ihm nicht, sagt er. Schade. Hast du noch eine Idee? Was, woran kann denn das jetzt liegen, dass hier gar nichts funktioniert? Ach Mann, schon wieder aus dem Spiel gesprungen. Weil ich immer die Escape-Taste drücke und dann springt er immer aus dem ganzen Game raus. Okay. Also ich kann das Ding auch nur drehen. Wieso kann ich das... Oh, warte. Schau mal. Da war gerade was. Nee. Vielleicht ist wirklich kein Saft darauf. Ja, aber guck mal, hier ist doch... Ja, wohin führt das Kabel? Das führt eigentlich direkt zum Stromkasten. Jetzt muss ich nur noch malen. Ja. Okay. Dann mach doch. Ich brauche ein Bild meines Vaters. Jetzt muss ich nur noch malen. Alter, reg mich nicht auf. Da ist kein Film im Projektor. Da ist kein. Genau, jetzt hat er gesagt, es ist kein Film im Projektor. Das hilft mir nicht. Ja. Vergiss es. Warte. Vergiss es, oh Gott. Da ist kein Film im Projektor, ich nehme den Film auf und dann hat er immer noch ein Problem. Vielleicht ist es ja der falsche Film. Achso, das kann natürlich sein, aber ich kann ja sonst auch keinen mehr anklicken. Ich guck mich nochmal um, vielleicht haben wir ja irgendwo was übersehen. Also er hat auch seine Stromrechnung hat er auch bezahlt. Ich sehe hier überall Licht. Ja, Licht, genau, da ist Licht. Sorry. Alle freuen sich schon auf das Spiel der beiden größten Hockeymannschaften. Keine Nachricht. Ja. Vor allem, dass dieses Telefon Nachrichten aufnehmen kann. Ja, guck mal, da ist auch so ein riesiger Anrufbeantworter unten drunter. Ach Gott. Also hier ist auch irgendwie nichts mehr. Jetzt gucke ich nochmal hier. Hier irgendwo noch ein Film rumliegt. Aber ich sehe auch keinen Film. Das sind Schuhe. Ist hier noch irgendwas? Was ist eigentlich in den Kisten neben dem Bett? In den Kisten neben dem Bett? Das sieht aus wie Umzugskisten. Da? Was ist das? Da kann ich nicht draufklicken. Dämliche Deko. Also, hier ist doch nichts mehr. Das ist Sandstein. Für Skulpturen. Ja, toll, da hat hier Sandstein rumliegen. Hier ist nichts mehr sonst. Das Bild hatten wir auch schon. Das muss der richtige Film sein. Das ist bestimmt nur so ein Bug oder sowas. Ich guck mir das Ding oder mit. Es fehlt noch irgendetwas. Da ist kein Film im Projektor. Der sagt ja auch nur, es ist kein Film im Projektor. Kannst du den Film untersuchen irgendwie in dem Menü? Ich kann angeblich lesen, aber ich glaube, bis auf den Brief kann ich hier nichts lesen. Okay. Mehr kann der nicht machen. Vergiss es. Der möchte den Film einfach nicht einlegen. Vielleicht in diesen dicken Rollen da drumherum. Diese zwei Rollen. Ja, das habe ich probiert, aber... Kannst du Dinge öffnen vorher? Ach so. Mein Vater hat den Projektor aus einem Kino und sah sich damit seine Lieblingsfilme an. Ja, ich kann die öffnen. Ah. Oh, Gott sei Dank bist du dabei. Ich hätte es, glaube ich, gleich wieder deinstalliert. Lass mich raten, ich muss es auch wieder zumachen, ne? Sonst funktioniert das natürlich nicht. So, und anschalten? Ich brauche etwas, worauf ich den Film projizieren kann. Alter, das Ding, kann. Ding sonst wieder sehe ich nichts. Gedreht. Ich will es aber nicht drehen. Ich brauche etwas, worauf ich den Film projizieren kann. Sonst sehe ich nichts. Mein Vater hat den Projektor aus seinem Kino und sah sich damit. Also das ist ja ganz sensibel. Wahrscheinlich musst du hier genau den richtigen Punkt treffen, damit der den nicht wieder dreht, sondern einschaltet. Aber ich probier's nochmal jetzt direkt mit der Farbe. Um meinen Vater zu malen, muss ich ihn sehen. Vielleicht schaltest du den irgendwie an dem Stromkasten an. Ja, das wollte ich gerade gucken, aber da ist gar nichts an dem Stromkasten. Auch am Kabel nicht. Hm.
Es ist hier bestimmt wieder irgend so ein bestimmter. Ich brauche etwas, worauf ich den Film projizieren kann. Ich brauche etwas, worauf ich den Film projizieren kann. Ja, du kannst den gern auf die Leinwand projizieren. Du musst halt jetzt das Gerät nur noch irgendwie einschalten. Ich brauche etwas, worauf ich den Film projizieren kann. Also der wahrscheinlich ist dieser Knopf da oben schon richtig, aber der, ich brauche etwas, worauf ich den Film. Ich brauche etwas, worauf ich den Film projizieren kann. Sonst sehe ich nichts. Der dreht das Ding, anstatt das zu drücken. Ist die Wand da über den Kamin irgendwie zu schmutzig oder zu dunkel? Also auf die Wand will das ja gar nicht projizieren. Der muss das, glaube ich, wirklich auf. Kannst du die Bettdecke da irgendwie aufnehmen oder das Laken und das dann irgendwie aufhängen? Nee, ich glaube, der will das wirklich auf die. Das ist schon richtig, dass er das hier auf die Leinwand projiziert, nur ich muss das Gerät irgendwie einschalten. Das ist das Problem. Aber der macht das nicht, weil. Keine Ahnung, ich probiere mit dem Hammer. Nein. Nein, der macht's auch nicht. Welcher Stäbchen? Mit dem. Nee. Das Problem ist, der dreht das halt. Was ist denn das da? Sieht mir aus wie eine Pfütze. Geil, eine Pfütze neben einem Stromkabel. Ich weiß nicht, das könnte auch irgendwelches Pulver. Ich weiß es nicht. Da spiegelt sich doch das Fenster drin. Ach so. Ja, stimmt. Nee, also hier kann ich echt nichts. Das ist wirklich an dem Gerät selber, aber der will es nicht. Ich brauche etwas, worauf ich den Film projizieren kann. Der will es nicht wirklich einschalten. Ich brauche etwas. Ich brauche etwas, worauf ich den Film projizieren kann. Sonst sehe ich nichts. Also das Problem ist, der will das. Also der dreht das, wenn ich da oben drauf klicke, und das darf nicht. Sollte nicht sein. Weiß ich natürlich wirklich nicht, was ich machen soll. Das ist ein bisschen schlecht fürs LP, glaube ich. Ich jetzt hier ewig an diesem Ding rumhänge, ey, das nervt mich gerade. Also das hier ist das Symbol für Tränen, ne? Und jetzt zeigt er mir hier oben auch das Symbol für Tränen an. Allerdings, noch irgendwie. Ach nee, jetzt dreht das schon wieder. Mein Vater hat den Projektor aus seinem Kino und sah sich damit seine Lieblingsfilme an. Ich glaube, das ist einfach nur das Symbol zum Interagieren. Den Projektor aus seinem Kino und ich brauche etwas. Ja, der hat zwei verschiedene. Jetzt muss ich nur noch malen. Ja, jetzt musst du nur noch malen, das ist mir auch klar. Das brauche ich nicht. Das brauchst du nicht, okay. Das brauche ich nicht. Was brauchst du denn dann? Ich brauche etwas, worauf ich den Film projizieren kann, sonst sehe ich nichts. Also ich guck jetzt nochmal wegen dem Laken oder so, aber ich glaube nicht, dass sich da irgendwie was tut. Naja, hier gibt's ja auch sonst nichts weiter. Damit bewege ich meine Steinblöcke. Keine Ahnung gerade, wie ich das anders lösen soll. Die Tür ist auf der anderen Seite blockiert. Hier ist auch nichts mehr. Das ist bestimmt schon der erste Bug, den ich in dem Spiel entdeckt habe. Gorgon bat mich, meinen Vater zu malen, bevor ich aufbreche. Dass er sich nicht an seinen Vater erinnern kann. Ja, richtig, das wundert mich auch. Erinnern kann. Auch total. Weißt du, wenn hier nur ein anderes Symbol kommen würde, irgendwie. Vielleicht ist es ja gar nicht der Anwerfknopf, sondern der ist wahrscheinlich irgendwo ganz anders versteckt.
Plan. Mein Vater hat den Projektor aus seinem Kino und sah sich damit seine Lieblingsfilme an. Ich meine, der kann ja das... Ich brauche etwas, worauf ich den Film projizieren kann, sonst sehe ich nichts. Ich meine, der kann doch das Ding einfach einschalten und dann drehen. Das ist doch die logische Schlussfolgerung. Da oben ist auch nichts. Ah, der Film ist drin, damit habe ich jetzt schon mal recht. Ja. Um meinen Vater zu malen, muss ich ihn sehen. Ja. Ich brauche ein Bild meines Vaters. Kann er das hier wenigstens nochmal einpacken oder so? Jetzt muss ich noch malen. Nein. Nicht. Ja, das kann nur ein Bug sein oder so. Das muss, weiß ich nicht. Ich werde das wahrscheinlich auch rausschneiden, wenn das jetzt hier noch länger dauert. Also mir fällt hier echt nichts mehr ein. Ich kann ja nicht mehr machen, als da oben drauf drücken. Nun, ich brauche etwas, worauf ich den Film projizieren kann. Der will ja den Film anscheinend immer auf die Wand projiziert haben. Ich brauche haben. Etwas, worauf ich den Film projizieren kann, sonst sehe ich nichts. Also ich kann es mir nur so vorstellen, dass er das Ding hier drauf projiziert und danach dann abmalt. Das ist ja doof. Also sobald er mit der Hand dort irgendwie interagieren möchte, dann... Ich brauche etwas, worauf ich... Das ist nutzlos. Jetzt kann das nicht mehr drehen, wenn diese Klappe hier auf ist. So, jetzt habe ich sie zugemacht. Mein Vater hat den Projektor aus seinem Kino und sah sich damit seine Lieblingsfilme. Mein Vater hat den Projektor aus seinem Kino und sah sich damit. Ich brauche etwas, worauf ich den Film projizieren kann. Also das muss ja einen Sinn haben, dass ich das ja herdrehen kann, ne? So. Eigentlich schon, ja. Und jetzt... ist immer noch das Drehensymbol. Vielleicht kannst du noch irgendwas aufnehmen in der Wohnung. Das sollte ich nicht tun. Also ich schneide das auf jeden Fall jetzt raus, was jetzt alles kommt. So, ja, da sind wir wieder. Wir haben das Problem gefunden. Ich war natürlich zu dämlich. Die Amu hat mir geholfen. Die hat das mal schnell gegoogelt, das gebe ich zu. Aber woher soll ich denn das wissen? Was ich noch gefunden habe, hier sind noch so mehr Sachen zum Angucken. Hockeyspiel. Die Lionerwölfe besiegen den Kreuzzughaus hoch. Nächsten Mittwoch findet im Weißkohlpark das Spiel zwischen den beiden beliebtesten Mannschaften Frankreichs statt. Paris Heiliges Kreuz gegen olympische Kamikaze-Kabbalisten. Was ist denn das? Ist ja wirklich sehr katholisch, ja, religiös angehaucht. Ja. Nach Raumsaisonbeginn haben die, ich glaube, das ist auch gar nicht wichtig, oder? Nach Raumsaisonbeginn haben die OKK, die Prediger von Girondins mit 9:2 geschlagen und zwei Spieler schwer verletzt. So konnten sie die Teammoral steigern und sich gleichzeitig für das olympische Viertelfinale qualifizieren. Ich mache mir keine Sorgen wegen des nächsten Spiels. Wir haben Bordeaux massakriert, da sollten die ketzerischen Kreuzfahrer schon mal mit dem Beten anfangen, sagt Bob Fleck, der Trainer von Lyon. Man darf auch den Selbstmord des rechten Flügelspielers von Kamikaze Orestes Lampefer? Ich kann kein Französisch, wenn das Französisch sein soll. In der dritten Halbzeit nicht außer Acht lassen, der große Eindruck auf seine Fans gemacht hat. Erfahren Sie die Spielergebnisse. Ist das denn so okay. Wichtig? Hier liegt, glaube ich, noch mehr. Illegaler Tauschhandel im nördlichen Bereich des zweiten Stadtbezirks. Am Donnerstag wurde der illegale Verkauf religiöser Objekte entdeckt, nachdem am Vortag mindestens 20 Verhaftungen vorgenommen wurden. Bei den Objekten handelt es sich um Miniaturstatuen der Jungfrau Maria, geweihte Hostien und Götzenbilder. Die Inspektoren bestätigen, dass bei den Transaktionen 15.000 Rationsbons umgeschlagen wurden. Dabei allein 5.000 für den Verkauf der Statuen. Wir möchten daran erinnern, dass der Besitz solcher von der Kirche der Heiligen Mission verbotenen Objekte mit 3 bis 6 Monaten Arbeitslager bestraft wird. Oh, das ist schon heftig. Ja. Nichts mit Religionsfrieden und so. Richtig. Man muss ja auch dazu sagen, das Spiel spielt ja auch in der Zukunft, glaube ich. Ja, klar. Ja, klar. Und irgendwie in Richtung Amerika oder nee ist Paris. Klar? Paris ist das, glaube ich, die Stadt gewesen. Ah, okay. Dann wundert es mich nicht, dass die Betten so aussehen. Ja, die Franzosen.
So, Verhandlungen mit der geheimnisvollen Pyramide fortgesetzt. Genau, das ist die berühmte Pyramide, in die das auch im Film geht und auch sicherlich im Spiel. Unser Diktator-Prophet Weißkohl, das klingt ja toll, Diktator-Prophet, ganz, ganz tolle Zusammenstellung, hat erneut die Pyramide betreten, die vor einer Woche über den Elysée erschienen ist. 2 Stunden später kam er heraus und erklärte, die Verhandlungen nehmen langsam ihren Lauf. Die Identität der Wesen in der Pyramide und weitere Informationen über die Verhandlungen werden vom Staat geheim gehalten. Vertrauen wir darauf, dass unser Diktator-Prophet über die Kirche und die Gläubigen wacht. Aha, okay. Ich bezweifle ja, dass die guten Bewohner dieser Pyramide den überhaupt reinlassen. Ich eigentlich auch, aber das ist einfach nur Propaganda. Aber es ist der Diktator-Prophet. Okay, genau. Hier ist die geheime Leinwand. So, und jetzt muss das hier funktionieren. Wir übersehen haben. Ich habe gedacht, er kann das doch direkt auf die Leinwand projizieren, also auf diese Malleinwand projizieren, aber anscheinend möchte er das nicht. Okay, dann müsste es ja jetzt funktionieren. Aufgrund Ihrer Dissertation verurteilen wir Sie zu lebenslanger Inhaftierung. Sie werden eingefroren und von einem Androiden des Typs XB2 überwacht. Alles Weitere wird Ihnen Ihr Anwalt mitteilen. Das Kriegsgericht hat meinen Vater damals verurteilt. Das war einige Monate vor meiner Geburt. Okay, dann denke ich mal, heißt das jetzt malen. Malen. Ich muss das Bild schneller malen. Wie, du musst das Bild schneller malen? Stunden dauern. Du hast doch noch nicht... Ich muss es irgendwie schneller schaffen. Ja, Amor. Ja, kannst du jetzt die Leinwand, den Projektor drehen? Ach so, ja. Das kann ich natürlich probieren. Perfekt. Jetzt kann ich loslegen. Ja, ey, hallo, das wollte ich die ganze... Ey, komm, das wollte ich die ganze Zeit machen. Ey, was ist denn das für eine Verarsche? Ach Gott, so, jetzt mal, aber...